Ja, das ging schon mal ganz gut hier. Lass mal gucken, was es hier noch so gibt. Aha. Nahrungsmittel und noch ein Geocache. Und der ist jetzt 2 von 2 Zugang zur Basisset. Das hätten wir dann auch abgeschlossen. Dafür kriegen wir jetzt auch wieder eine Belohnung normalerweise. Ich sag normalerweise, weil normalerweise sollte jetzt auf der Map was freigeschaltet werden, aber wird es irgendwie nicht. Wahrscheinlich hätte es uns hier das Relikt gezeigt. Und wir haben hier Zugang zur Basis alles abgeschlossen. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Ja, und hier sind wir ja reingekommen. Zeit, auf die andere Seite zu gehen. Gott, da hängt einer. Es ist eiskalt. Okay, erst mal aus dem Wasser raus. Ein Ritual? Heute Nacht? No Escape. Und hier ist noch ein Buch. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Hm, ein Solari. Davon hat ja Matthias geschrieben. Geständnisse eines Solari. Davon haben wir schon eins, Erlösung. Ist da jemand? Komm mit, wir sehen nach. Die Herren des Gefängnisses. Vorne scheint irgendwas wie Gas auszutreten. Das ist ein Ventil. Okay, hier ist schon mal zu. Hier können wir auch. Hier können wir nicht aufmachen, aber hier können wir das Ventil drehen. Und da steht überall No Escape. Hier auch No One Leaves. Keiner verlässt die Insel wahrscheinlich. So, hier müssen wir uns ein bisschen beeilen. Schon wieder Schritte. Fass voll mit Benzin. Wofür brauchen Sie das? Generator von mir. Auf Hilfe! Hier braucht niemand mehr Hilfe, würde ich sagen. Oh, der hat einen Bogen. Das heißt schnell sein. Au! Ich sag's noch. Ja, wir sind noch nicht wirklich gut, sage ich mal. Wir können noch nicht wirklich viel. Wir müssen uns ja unsere Schnelligkeit verlassen. Habe ich jetzt einfach zu lange gezögert. Bisschen Nahrung. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Spind. Den kriegen wir auch noch auf. Ah, 65 Bergungsgut. Warum denn nicht? So, jetzt mal gucken hier. Weil regnet's rein. Pfui Teufel, hier die Toiletten. Wer weiß, ob die noch benutzt werden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Oh, den einen hat es ein bisschen weggeschleudert. So. Schon wieder genügend Sachen zusammen für eine neue Waffenmodifizierung. Und hier können wir. Brauchen wir Feuer. Hier können wir was anstecken. Habe ich ein Feuer gesehen? Hier irgendwo, ne? Ah, die brennende Pennertonne. Und das ist auch hier so ein. Hier können wir quasi solche Poster abbrennen. Ungläubige. Neue Herausforderungen. Abschließen für EP. Jawohl. Eins von 5 Transparente zerstört. Da müssen wir mal gucken, wo die anderen 4 sind. Ich mache auf jeden Fall die Fackel aus. Ist
zweimal kritisch, weil wir sie nicht selbst wieder anstecken können, aber... Wow, kam er eben her. Oben aus dem Lüftungsschacht kommt er gekrochen. Ich war eben ein bisschen geflasht. So. Ja, mit den Transparenten. Also 5 Stück müssen wir zerstören. Und dann... kriegen wir auch wieder eine Belohnung. Die müssen hier wahrscheinlich schon drin sein. Ich weiß es nicht. So, hier ist auch wieder eins. Machen wir es mal so. 2 von 5. So, jetzt haben wir hier überall Lampen. Und da ist ein Loch und da ist ein Raum und hier schläft wohl von Zeit zu Zeit einer. Und da waren noch lauter so eine Lampen. Was können wir hier machen? No Escape. Schon wieder so ein... alles voll mit Müll, alles zugemüllt, ekelhaft. Ich meine, wenn ich hier schon meine Basis aufmache, dann räume ich doch ein bisschen auf. Oh, scheiße. Fuck it. Oh, das Gas kommt. Wir sollten... wir gehen lieber. Ich hab mir da sowas gedacht. Erzähl mal, was du davon hältst, aber... was ist denn hier? Oh Gott, der hat's überlebt, wie es aussieht. Hier ist nur diese Durchgangstür. Fahr zur Hölle. Eigentlich war das ja freundlich gemeint. Ich meine, er hätte eh nicht überlebt. Ich suche was anderes. No one leaves, immer noch. Ich habe da nämlich noch so ein Transparent entdeckt. Jetzt müssen wir gerade nochmal zurück die Fackel anstecken. Hat's den da einfach weggerissen. Wir hätten ihn vielleicht auch leben lassen können. Ich weiß es nicht, aber... ich meine... was will er? Dann hätten ihn die anderen umgebracht. Was wir so gelesen haben, ist ja, Matthias ist jetzt nicht gerade zimperlich. Hier wollte ich hin. Hier war noch so ein Transparent. So, das war Nummer 3. So, was haben wir hier? Hier ist auch alles ein bisschen verwundet. Immer noch. No one leaves. Hier ist ein Flugzeug abgebildet. Ja, hier scheinen auch welche zu wohnen. Also ich meine, so der Traum ist das jetzt nicht, ne? Oh, was haben wir hier? Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von 2 Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Ja, ein alter Bericht aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Achsenmächte haben hier die Stürme untersucht. Was haben sie gefunden? Das ist eine gute Frage. 2 Stück haben wir ja von diesen Dokumenten aus Kriegszeiten schon gefunden. Brotherhood of the Sun. Wow.
Scheiße. Komm, Lara. Scheiße. Fuck. Boah. Alter. Irgendwo ist noch jemand. Ich hab noch gar nichts zu unserem neuen Maschinengewehr gesagt. Scheiße, so leer geballert. Scheiße, scheiße. Wo kommst denn du her, Typ? Da unten sitzt noch einer. Da unten sitzt auch noch einer. Der kommt gleich hier hoch. Scheiße. Den haben wir und da hinten ist noch einer. So, und den holen wir uns jetzt schön mit dem Bogen. Halt still. Sonst stillhalten. Alter, jetzt aber. Wow. Okay. Wir haben uns also erwartet, diese Stinkböcke. Jetzt müssen wir leider erstmal hier das Alltägliche machen, hier die Leichen plündern, aber das muss leider sein. Müssen wir mal gucken. Ich habe leider alles leer geschossen. Und hier ist ein Flugzeug. Was ist denn hier? 7M, 2F. 7 Männer, 2 Frauen. Ah, das Flugzeug. Wer alles überlebt hat und wie lange anscheinend. Ekelhafte Typen. Und hier können wir wieder schnelle Reise anwenden. Wir werden aber erstmal einen Fähigkeitenpunkt einsetzen, glaube ich. Und zwar müssen wir... Dirty Tricks? Nein. Wäre jetzt zwar auch ganz... Wobei, wäre ganz sinnvoll gewesen jetzt, ne? Wenn die im Nahkampf kommen. Aber... Ich möchte, glaube ich, zuerst Munitionskapazität erhöhen, damit wir mehr mitnehmen können. Ich denke, das ist jetzt ganz sinnvoll und danach werden wir, kann ich auch nochmal kurz zeigen, danach möchte ich, glaube ich, Plünderung mitnehmen. Ich weiß es noch nicht. Also ich hatte, wie gesagt, bei meinem ersten Playthrough hatte ich keine Probleme mit der Munition, jetzt schon ein bisschen eher. So, was kann man hier unserer Pistole noch Gutes tun? Erweitertes Magazin, schönen Salvenmodus. Schnellfeuermodus. Dann eher den. So, und da brauchen wir noch 3 Teile, um ein Upgrade freizuschalten. Das müssen wir ja auch immer gucken, dass wir unsere Waffen ein bisschen upgraden. So, sonst gibt es hier anscheinend nichts. Dann gehen wir mal hier unten nochmal gucken. Da hinten blinkt noch was. Ein Geocache. Basisset. Ich hoffe, ich habe den ersten nicht verpasst. Ansonsten gibt es hier anscheinend nichts. Jetzt haben wir hier 2 Türen. Hier ist wohl nur so ein Hinterraum. Ah, Bergung ist gut. Und Munition. Ist beides sehr gut. Was steht denn hier noch? Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? The storm is watching und fear the demons. Fürchte die Dämonen. Was für Dämonen? Ich nehme mal den Bogen. Jetzt und immer wieder. Immer wieder. Dieses No Escape. Keine Flucht. Ja, da kommen wir nicht hoch. Müssen wir wohl hier weiter. Wo kommen denn die Typen immer her? Und vor allem, woher wissen die, dass wir gerade da jetzt in dem Moment um die Ecke kommen? Da vorne ist wieder eine Bergungskiste. Hier müssen wir wieder was anzünden. Ich hoffe, ich habe vorher keins vergessen.
gerade nochmal gucken in dem großen Raum. Das ist nicht abwegig, dass dann da doch noch irgendwo eins hängt. Wir wollen ja alles mitnehmen. Ich habe ja gesagt, wir machen 100% auf jeden Fall. Und ich möchte natürlich auch keine Lösung oder sowas benutzen. Nochmal am ersten Stock gucken. Aber hier war ja alles voll mit diesen Schaltschränken. Nee, hier ist nichts mehr. Hier unten in dem Nebenraum noch. Embrace the flames. Umarme die Flammen. Ich glaube nicht. Aha. Hier ist noch so ein Corpus Delicti. Solari nochmal in groß. Das war dann Transparent Nummer 4. So, und hier vorne dann das letzte. Wo war es hier rechts?